Hey Leutchens, und damit herzlich willkommen zurück. Wir spielen noch ein bisschen Assassin's Creed und begeben uns mal hier zu der kleinen niedlichen Insel. Ja, da soll es noch eine Mission geben. Wir schauen uns mal um. Alle Kopfgelder wurden entfernt. Ich halte jetzt mal an, den Rest schwimme ich. Da ist er. Genau, da wollen wir hin und mal gucken. Mal schauen, was uns da erwartet. Ich hoffe, dass es gleich beim ersten Mal gelingt, dass wir möglichst viel schaffen. Okay, es sind mehrere. Ja, ein paar. Gucken gleich nochmal, wenn wir den Vogel haben. Mal nochmal nach hier oben. Und da ist eine Höhle. Und ja, mal schauen, was uns da erwartet. Eine Kiste. Okay. Ja, wir haben es ist dunkel. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir entdeckt werden, sehr groß. Okay, das war's schon. Oh nein, Versuch! Wir wechseln mal kurz die Waffe. So, und jetzt haben wir schon mal ein bisschen was weggemacht. Echt? Auf Tötung eines Tieres kriegt man auch ein Kopfgeld? Interessant. Ist mir so bis jetzt noch nie aufgefallen. Vor allen Dingen, weil ich ja alle Zeugen auch erledige. Also daher kommt ja keiner. Die sehen nicht aus wie Kultisten. Wahrscheinlich nur gut bezahlte Söldner. Okay, das war's. Ich dachte, hier ist ein bisschen mehr los, beziehungsweise sind die ein bisschen schwieriger. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Kann sich noch hier das ein und andere Schwierigkeiten hier hinten auf der Insel befinden. Gucken vielleicht mal hin. Ne, ist nur die Höhle. Und hier gibt es noch einen Schatz, den haben wir auch schon entdeckt. Das ist immer so dunkel. Bringt nichts, muss ja tauchen. Ah, schön, jetzt ist ein bisschen ansehnlicher. Und ja, können wir wieder gehen und wieder zu der großen Hauptinsel reisen und uns da noch ein bisschen umgucken, damit wir da noch die Kultisten finden und ihnen den Chaos machen können. Ich weiß jetzt nicht, sind wir schneller, aber ich glaube, ach komm, wir können uns mal eine Schnellreise, wobei wir dann hier sind. Da können wir auch, glaube ich, zurückschwimmen und zurückgehen und nimmt sich von der Schnelligkeit, glaube ich, nicht viel. Versuchen dann nochmal links neben der Insel hochzurollen. Segeln. Ich weiß gar nicht, warum ich rollen sage da. Und da links hochzumachen. Um da vielleicht so ein bisschen mehr zu entdecken. Hier hinten ist Holz, das nehmen wir gleich mit. Brauchen wir. Wie immer, wir brauchen Holz. Immer sehr viel Holz. Den Rest sammeln wir so, aber das Holz brauchen wir immer. Und so sieht es jetzt aus, unser Schiffchen. Ah,
Ach, die sind gut drauf. Die singen den ganzen Tag. Weiß gar nicht, bin wahrscheinlich ein sehr guter Chefin. Guter Chef. Na komm. So, wir drehen wieder rum. Wie gesagt, segeln noch ein bisschen die Insel her hoch. Her hoch. Und ja, schauen uns einmal um. Denn hier gibt es noch einiges zu tun und wir wollen dann noch ein bisschen was mitmachen. Und deswegen gucken wir nochmal weiter, ob wir da nochmal einen Hafen finden. Ja, Kopfgeld, das wurde wieder entfernt. Gib dir Mühe. Müssen wir kurz schauen, ob das hier schon so... Nee, dann machen wir so ein bisschen weiter. Markieren wir das hier, dass wir ungefähr bis hier kommen. Oder da vorne, da ist eine Stadt, scheint so, und da ist bestimmt auch eine Möglichkeit anzulegen. Schneller! Ja, ich treibe sie immer. Ist da was? Ach doch, da vorne. Da können wir anlegen. Packen wir nochmal wieder ein und das dauert wieder ein Stückchen. Muss ja perfekt sein. So, da sind wir. Hallo. Okay, hier ist gleich eine Festung. Ja, können wir gleich mal versuchen zu erledigen. Wobei, jetzt ist es hell und die Wahrscheinlichkeit, dass wir entdeckt werden, ist auch jetzt nicht so niedrig. Da ist noch irgendwas. Ah, da ist noch ein Schatz. Dort auch noch. Da ist eine Aufgabe, da sind auch noch ein paar. Na gut. Stürmen wir rein und übernehmen das alles. Ah, hier geht es gerade nicht hoch. Oder? Niemand darf mich entdecken. Doch. Du siehst mich nicht. Machen wir erstmal das Feuer aus, damit wir da keine bösen Überraschungen erwarten. Ich denke immer, das eine ist irgendwas vom Brief, eine Nachricht steht, aber es ist immer ein bisschen Geld drin. Na gut, egal. Wir nehmen das noch hier alles mit. Und brennen das hier an. So, einmal haben wir schon kaputt gemacht. Schleichen uns gleich mal hier dran, wobei das Dranschleichen ein bisschen schief läuft, da er uns anguckt. Okay. Packen wir erstmal Schild weg. Hat er nicht zum ersten Mal gemacht. Zum ersten Mal. Oh, jetzt muss ich noch kurz weglaufen, sonst verbrenne ich auch noch. Das ist ungünstig. Gebaut. Na, ach so, sieht auch was zum Aufmachen.
Nee, lass da stehen. So rum. Okay, geht nicht. Ist ja auch egal. Wir gucken jetzt in die Schatzkiste. Rein und nehmen da uns das mit. Und das hat sich gelohnt. Nein, guck mich nicht an. Nicht angucken. Ich bin dein Unter. Na, wenn du weinst. So viel zum Untergang. Was brauchen wir eigentlich noch? Kisten und... Das tue ich auch mal. Jetzt wurden wir entdeckt. Nur von den Kleinen. Aber ist kein Problem, wir besiegen ihn auch. Gut, da ist noch einer. Jetzt rennt doch nicht weg. So. Einer ist weg und den anderen schaffen wir bestimmt auch noch. Ist ja kein Problem. So. Das nehmen wir mit. Hier ist noch ein bisschen was zum Einpacken. Wir können bestimmt das ein oder andere brauchen, vor allen Dingen die Drachmen. Schatz Nummer 2. Wo ist denn da die dritte? Ich dachte, wir haben einmal was kaputt gemacht. Ah, da vorne ist noch einer. Jetzt schaffen wir es noch? Jawohl. Ach nein! Oder gehört die Kiste? War es nicht? Ist eine andere Kiste. Eigentlich. Keine Ahnung. Und noch den letzten Schatz. Und können dann verschwinden. Sehr schön, alles abgeschlossen. Was hast du getan? Du bist ein Mörder! Oh, was hat er getan? Man weiß es nicht. Na komm, nehmen wir mal an, die Mission. Eine Söldnerin? Du wirst für deine Taten bestraft werden. Ich habe deinen Sohn nicht ermordet. Das war ich nicht. Die Götter schicken dich, um mir zu helfen. Nicht wahr? Dieses Verbrechen bleibt nicht ungestraft. Sag mir, was du brauchst. Nemesis hat mein Flehen erhört. Was ist geschehen? Mein Sohn wurde im Porphyra-Lager ermordet. Sein Kopf wurde zerschmettert. Es war Kiteras Anführer. Ich hörte sie im Lagerhaus streiten. Warum bist du nicht eingeschritten? Du lügst! Geh zum Lagerhaus und finde heraus, wer meinen Sohn ermordet hat. Er verdient Gerechtigkeit. Na klar. Der Mord wird nicht ungestraft bleiben. Welche Beweise hast du gegen den Anführer von Kythera? Dein Sohn hat sich mit seinen Töchtern eingelassen. Mit allen Vieren. Töchter, ich hab sie verboten. Ich sagte ihm, was für ein grausamer und rachsüchtiger Mann der Anführer ist. Ihr Reichtum hat ihn geblendet. Sieh in der Festung nach, welche Geschenke sie ihm machten. Okay. Warum glaubst du, dass er es war? Wir nahmen ihn auf und gaben ihm Arbeit. Aber er hat uns bestohlen.
Mein Sohn entließ ihn, warf ihn hinaus. Ich habe gestohlen, doch ich könnte niemandem was antun. Du hast ihm etwas angetan, als du ihn betrogen hast. Das beweist noch gar nichts. Okay, noch kurz fragen, was da draußen eigentlich ist. Am Ende des Hafens. Es sieht jetzt aus wie ein Schlachthaus. Ich gehe zum Lagerhaus und werde mich umsehen. Finde heraus, wer der Mörder ist, Söldnerin. Ich sorge dafür, dass der Hund nicht wegläuft. Ich bin unschuldig. Du wirst sehen. Und wir sind wohl schon ziemlich in der Nähe. Ja, es rennt uns nicht so an. Leute. Das ist der richtige Ort. Was auch nicht verkehrt ist, es befindet sich da gleich noch die Kiste mit. Und die können wir gleich mitnehmen. Oh, Malaka, dieser Gestank. Wer hätte gedacht, dass so teurer Farbstoff so stinken kann? Quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So. Vorsicht. Das Armband sieht teuer aus. Es könnte ein Geschenk der Töchter sein. Oder ein Versuch, den Anführer anzuschwärzen. Man weiß es nicht. Nicht viel Blut. Der Schädel wurde zertrümmert. Vermutlich mit einer stumpfen Waffe. Wow. Das muss die Mordwaffe sein. Sie ist voller Blut. Und sehr schwer. Der kleine Kerl könnte sie nie im Leben hochheben. Okay. Schon geklärt, wir sind so gut. Hallo? Ich will jetzt nicht weiterhauen, sonst haben wir noch ein bisschen höheres Kopfgeld wegen Mord. Deswegen ignoriere ich immer. Lass ihn sein Frevel? Hört sich irgendwie falsch an. Durchgehen. Und ignorieren ihn. Was hast du herausgefunden? Ich durchsuchte das Lagerhaus und fand ein Goldarmband und eine schwere Steintafel voller Blut. Siehst du, ich sagte, du findest Geschenke von den Töchtern des Anführers. Das beweist nicht deine Unschuld. Und was ist mit der Steintafel? Tafel? Ich weiß von keiner Tafel. Söldnerin, wer hat meinen Sohn ermordet? Dieser Wurm oder Kyteras Anführer? Wenn der Anführer so stark ist, wie du sagst, dann hätte nur er so eine schwere Steintafel hochheben können. Dieser dürre Dieb hätte das nie als Waffe einsetzen können. Dann töte Kyteras Anführer. Na klar. Du bist bezahlt, wenn er nicht mehr atmet. Und sorge für eine langsame und qualvolle Hinrichtung. So wird es geschehen. Danke, dass du meinen Namen reingewaschen hast. Ja, wir müssen jetzt den Anführer suchen. Der ist gar nicht mal so weit weg. Was ist denn? Ach, da oben. Na gut, doch ein bisschen weg. Mal kurz schauen, was wir auf dem Weg dahin noch so... Nein, halt, stopp. Ich war falsch. Er ist hier. Dann gehen wir mal kurz dahin, erledigen ihn und ja... Gucken weiter, was noch so zu machen ist. Ui, sehr sandig und steinig. Ach, hier ist dann wieder ein. Athena. Was? Den roten Geldsack mit dem Messer machen wir dann mal später, denn ich glaube, jetzt kommt das eine oder andere dazu. Deswegen brauchen wir das jetzt nicht anfangen, können wir mal später nochmal nachholen. Ja. Gucken wir mal hoch. Na komm. Schaffst du.
Den ganzen Tag schicke ich sie durch die brennende Sonne. Macht aber gut mit. Von daher brauche ich nicht mich zu beschweren. Das macht sie echt sehr gut. So. Was? Können wir gleich danach nochmal hingehen? Was ist hier noch? Oh, da ist auch noch was. Was ist hier? Ah, auch noch was. Ja, bleibt nicht langweilig. Oh, das sieht riesig aus. So Stacker. Halt. Oh, schon nicht so stark. Jetzt hör doch mal auf hier. Jetzt kommt er nicht zurück. Okay, haben wir abgeschlossen und... Yay, Level 48. Sehr schön. Ja, ansonsten ist ja erstmal nichts weiter und können wir weiter gucken. Hier unten gab es ja was. Gucken wir gleich mal hin. Und machen da den Rest. Haben wir schon mal alle markiert? Oh, das war mein Bein. Ich weiß jetzt nicht ganz, wo ich anfange, aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Ich würde sagen, der guckt ein bisschen zu weit in die Richtung, wo ich hin möchte. Das ist ungünstig. Schön, Level 48, also viel braucht man nicht mehr. Ah, toll. Wow, stürme auf ihn zu. Und dann lagen ihn gegen den Rest. Das ist ein Kopfgeldjäger. Ich mache das ganze Schauspiel mal weiter und das ist von der... Wir haben einen Kopf und schon nervt die. Oder der. Also der Kopfgeldjäger. Der Kopfgeldjäger. Ja, mehr ist hier aber nichts zu tun, also können wir quasi schon wieder gehen. Denn das war's. Geh mal weg. Das wird wieder sinken, früher oder später. Und da brauchen wir jetzt nicht noch da keine Ahnung was machen. Geh mir einfach weiter. Gucken wir mal da oben zum Links, zum Aussichtspunkt.
Oh, da war eine Ziege, war ich gerade ein bisschen erschrocken. Entdecken die mal kurz. Ah, Supi. Bin ich vorbeigehüpst. Mal gucken, wie so eine Dämmerung aussieht. Oh, da unten. Da hinten meine ich eigentlich. Geht das unter? Eigentlich wollte ich richtig reinspringen und hat nicht ganz funktioniert. Na gut, gucken wir mal da oben zum Haus. Da ist ja auch irgendetwas. Vor allen Dingen auch wieder so einer, der Kopfgeld entfernt. Können wir da erledigen. So. Ja, sind wir schon mal unter einen Kopf. Da nervt schon mal der ein und andere weniger. Ist ja auch schon nicht verkehrt. Hier noch einen kleinen Kram mitnehmen. Brauchen wir auch immer mal. Passt das? Ja, passt. Da vorne ist noch eins. Also, nein. Hier drin ist noch eins. Es gibt aber zwei Schätze. Ah. Auch schon gefunden. Ja, jetzt können wir gehen. Dum, 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 dum. Bin nicht sicher, was wir jetzt machen, aber gibt es hier noch ein bisschen was zu erledigen? Ja, mal schauen. Hier ist noch ein Fragezeichen, da gucken wir gleich mal hin. Dass wir so den ganzen kleinen Kram mit erledigen. Wo ist der denn nur? Ist hier eine Höhle? Wie komme ich da rein? Okay, so. Nein, bin ich nicht. Jetzt hör auf damit. Sag nicht sowas. Die Leute glauben sonst. Hallo. Heilen wieder, sonst kann es nicht gut ausgehen. Ah, ist wieder ein Hund. Erstmal den einen, dann den Hund. Ja, kommen die noch mal rein oder lassen die es? Ansonsten lassen wir es. Okay, dann lassen wir es. Warum hat er mich vergessen? Ich war gerade da, habe ihn angegriffen. So. Haben wir wunderbar erledigt. Und ja, können weitergehen. Aber hier gibt es ja... Nein, doch ein bisschen weiter weg. Schauen wir mal kurz zu diesen Fragezeichen. Wir schauen zu den Fragezeichen. Gucken wir noch kurz dahin. Und gucken dann beim nächsten Mal zu den anderen. Bin gespannt, was sich da versteckt. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Ausrüstung haben, die ich mit Level 48 tragen kann. Müssen wir noch mal schauen, aber macht ihr mal später und teilt es euch dann mit. Oh, wird eine Höhle werden.
Auch schön. Holz. Oh. Renn ich voll durch den Kaktus. Aber mir ist nichts passiert, keine Angst. Habe ordentlich Hornhaut. Ist hier nur die eine Kiste drin? Ich kann es fast gar nicht glauben. Okay, da ist auch noch was. Ich weiß gar nicht, ob die kleinen Lager, ob man, wenn man die macht, ob die was bringen. Oder ob man die sich sparen kann. Okay, das war's. Können wir weitergehen. Noch das Erz ein bisschen mitnehmen. Mal hier unten hinschauen. Nehmen wir auch noch mit. Wir können mal alles gebrauchen. Und da sind wir wieder. Das so gut ging, würde ich sagen, wir gucken noch schnell mal in diese Richtung, was sich da versteckt. Vielleicht klappt das ja auch so schnell. Die machen wir das nächste Mal. Wir wollen nicht alle auf einmal verballern. Nehmen wir das nächste Mal mit und gucken mal, wie da die Aussicht ist. Könnte schon schick werden. Hier mit dem Wasser, den Felsen, der Palmen oder den Palmen sind ja mehr. Und der grenzenlose Horizont wird bestimmt sehr schick. Ich teile mir, ich nehme mal hier das Boot und mache da mal rüber. Ich glaube, sonst wird es vielleicht ein bisschen anstrengend. Da ist dort was und dort was. Um Gottes Willen. Schon das Boot von sich ist ein bisschen... Naja, nicht so schick. No, dass sich da mit dem Kopf aufschlägt. Ah, eine Ruine. Wer tümmelt sich denn hier so rum? Auch so ein paar kleine. Und eine Tafel. Ja, komm, machen wir noch schnell im Fix. Ich mache mich unsichtbar. Zu spät. Jetzt hör doch mal auf. Hier ein giftiges Zeug, da könnte ich mal. So. Mal alles mitnehmen, was hier so rumliegt. Und das Hauch abgeschlossen. 4 Stück. Ich glaube, wenn wir jetzt genügend Holz hätten, dann könnten wir wunderbar unser Schiff verbessern. Und das auf ein Maximales. Ja, komm, würde ich sagen, gehen wir zurück auf die größere Insel. Und ja, haben wir da noch ein paar Fragezeichen zu machen und noch ein paar Missionen zu erledigen. Und daran machen wir jetzt das nächste Mal. In der Hoffnung, dass wir auf den Kultisten treffen. Naja, stimmt, die Reise mit dem Boot war doch angenehmer als die von der Kleinen. Stein zum anderen zu hüpfen. Ist ein bisschen nervig. Aber gut, wir sind ja gleich da. Und haben gleich wieder mehr Sand unter den Füßen. So, noch ein bisschen. So, liebe Leute, an dieser Stelle
verabschiede mich von euch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu diesem Aussichtspunkt. Tümpeln dann langsam hier hoch. Hier haben wir noch eine Mission. Und ja, dann haben wir noch hier ein bisschen was zu tun. Und da ist ein Kopfgeldjäger, weiß nicht, 48. Könnten wir auch mal einen Angriff nehmen. Mal schauen, was dabei rumkommt. Dann haben wir da noch ein, zwei Missionchen und die einen noch. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Und das Ganze gucken wir uns dann das nächste Mal an. In diesem Sinne bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Gern kommentieren, abonnieren und wieder dabei sein. In diesem Sinne, ja, bis zum nächsten Mal. Kochi. Bye.